So, neues hier am Start. Wir gehen auch sofort rein. Wichtig, schaut auch in die Videobeschreibung. Schaut auch auf meinem TikTok vorbei. Da ist jetzt gerade auch ein Clip zu Dandadan rausgekommen. Ich war nämlich im Kilo, habe einen kleinen Vlog gemacht. Ganz abschicken, wenn du Bock hast. Auf jeden Fall, wir reden heute über Dandadan und das ist ein seltsamer Anime, Bruder. Das ist ein Anime, den kannst du auch gar nicht vergleichen mit den Oldschool-Anime. Ne, mit Naruto, Dragon Ball, dies, das. Maximal mit Chainsaw Man. Bisschen mit Gintama. Und wo soll man mit dem Anime anfangen, sagen wir ehrlich. Guck mal, zunächst hast du eine Sache, die man dazu sagen kann. Dieser Anime verkörpert 2024. Dieser Anime hätte auch nur heute rauskommen können. Dieser Anime hätte zu keinem Zeitpunkt jemals rauskommen können. Weil, sag mal ehrlich, jetzt ein kurzer Allgemeintalk. Wenn du dir die Welt anschaust, die Politik anschaust, die verschiedensten Regierungssysteme anschaust, generell die Weltsituation anschaust, das Internet anschaust, Social Media anschaust, es passieren nur noch irgendwelche Dinge. Nur noch irgendwas passiert. UFO-Meldung hier, da Krieg, dann diese Leute machen das, dann ist auf einmal deine Meinung weniger wert als die Meinung einer anderen Person. Dann hier Verschwörungstheorie, dann hier hohle Erde. Also wirklich irgendwas. Ne? Ich glaube, das fühlt er. Es ist schon lange nicht mehr, wie keine Ahnung, 2012 oder so, wo man noch eine gewisse Form von Ordnung hatte. Heute ist irgendwie alles random und alles ist irgendwie nur so. Und da passt dann rein. Ne, weil der Anime ist genau das. Er verkörpert 2024. Alles ist random. Geister, Aliens. So, du hast dazwischen noch unsere beiden Protagonisten. Der Ken ist auf jeden Fall auch ein interessanter Bruder, weil er ist erstens ein Nerd. Ne? Man kennt ein Nerd. Und zweitens ist er ein Nerd für Alien-Verschwörungen. Also typisch 2024. So, ne? Heute ist jeder irgendwas drin. Und ja, wir haben natürlich die Protagonistin, die ja auch ein bisschen anders ist. Ne? Die ist zwar kein Nerd für Alien-Verschwörungen, aber sie kommt aus einer Familie, in der Geister Normalität sind. In der Geister beschwören und Geister austreiben Normalität ist. Heißt, du hast diese Alien-Welt und die Geisterwelt, die aufeinander prallt, was ja auch wieder super einzigartig ist. Wir haben natürlich diese verschiedenen Welten. Ne? Diese Alien-Thematik, diese Geister-Thematik. Und jetzt sucht der Autor irgendwie das zusammenzuschmelzen. Ne? Und dann haben wir einfach einen bunten Mix aus irgendwas. Also wirklich aus irgendwas. Ich kann dir gar nicht erklären, was im Anime passiert. Also, ich kann dir gar nicht erklären, was passiert. Ich kann dir gar nicht erklären, was die Mission ist. Außer, jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt. Die beiden treffen sich, die beiden streiten sich. Die beiden wollen natürlich beweisen, wer hat recht. Gibt es Aliens, gibt es Geister. Die beiden gehen an verschiedene Orte. Die Momo geht an einen Ort mit Aliens. Der Ken, der geht an einen Ort mit Geistern. Beide glauben nicht. Auf einmal kommen Geister und Aliens. Und wir müssen über die Oma reden. Guck mal, die Oma kriegt einen neuen Namen. Die Oma heißt jetzt Cocklutsch BBC Oma. Weil ihr einziger Purpose ist, ihr einziger Grund ist, von einem Mann, die, ja, die wisst schon, ne, den BBC zu lutschen. Und deshalb hat der Bruder Ken keine Eier mehr. Das ist der Plot. Das ist der Plot. Das ist Anime 2024, das ist der Plot. Auf jeden Fall, er hat seine Eier verloren. Ne? Dafür ist die Oma jetzt eins mit ihm geworden. Auch gut. Und unsere Kollegin Momo, die wird entführt von Aliens, die mit ihr schlafen wollen. Das ist Dandadan. Und es gibt wahrscheinlich Leute, die sagen werden, ja, Dandadan, voll krasser Anime und so. Ich mag den, also was heißt, ich mag den. Ich finde den auf jeden Fall interessant. Ich kann jetzt gerade gar nicht sagen, was das eigentlich ist. Achso, also deswegen meine ich ja, Dandadan ist ein Anime, das kann nur 2024 passieren, ne, also wirklich, perfekt, so,
Jetzt nicht, das wär 2005 komisch gewesen. Heute normal, heute irgendwas. Heute TikTok-Kopf, niemand weiß mehr, was passiert. Alles ein Brainrot. Weißt du, deswegen. Was man aber lobend sagen muss, ist definitiv die Animation. Super clean. Ne? Also man merkt auf jeden Fall, ey, das Animationsstudio ist da wirklich, ja, ne, sieht da Potenzial. Merkt auf jeden Fall, das kommt gut an. Passt ja auch, wie gesagt, zur heutigen TikTok-Brainrot-Generation. Dementsprechend haben wir da auch clean Animationen. Und weil ich ja im Kino war, habe ich Folge 2 und 3 auch schon gesehen und kann sagen, Folge 3, denke ich, wird sehr cool, sehr interessant. Aber ich bin sehr gespannt, wie ihr darüber denkt. Ne? Das ist wirklich ein Anime, ne? Siehe Chainsaw Man. Chainsaw Man zum Beispiel an die Fans von der Serie ist ja auch ähnlich. Ne? Du hast einen Denji, der ist komplett wasted eigentlich. Der will einfach nur Frauen anfassen, auf ruhig, auf kontrolliert, weißt du, welcher Mann will das nicht? Aber wenn ihr Frauen anfasst, müsst ihr auch Kinder machen wie Männer. Ne? Und auf dem Weg trifft ihr die verschiedensten Charaktere: Aki, Power, Makima. Und random Sachen passieren. Ne? Also Leute, die den Manga gelesen haben, ihr wisst selber, was ich meine. Der Manga von Chainsaw Man ist absolut verrückt. Also vor allem der erste Part, ich finde den sogar gut. Ich habe den damals mehr gemocht. Weil irgendwie, wenn du über Chainsaw Man nachdenkst, meiner Meinung nach, je mehr du drüber nachdenkst, nicht desto schlechter wird es, aber desto weniger juckt das einen zum Beispiel. Ich finde Jujutsu Kaisen zum Beispiel besser als Chainsaw Man, weil ich sage, dass Jujutsu Kaisen auch ein bisschen gefallen ist. Aber Jujutsu Kaisen ist im Kern besser. Ist interessanter, coole Charaktere, coole Kämpfe. Allein Nanami ist schon krass. Toji. Ne? Und Chainsaw hat irgendwie nie so einen, für mich persönlich, keinen Cast aufgebaut, wo ich sage, ey, das ist voller coole Cast. Was sowas wie Dragon Ball, Naruto und so weiter stark gemacht haben, ist der Charaktercast. Das sind Charaktere, du kannst immer wieder zurückkommen zu denen, du feierst die, du kennst die alle und so. Und Chainsaw hat das ja nicht hingekriegt, finde ich, meiner Meinung nach. Aber es ist cool. Also, wenn neue Season kommt, wird es nice. Und dann geht auch auf jeden Fall diese Richtung, diese irgendwas Randomes geschieht und dann kämpfen die. Und ich bin gespannt, ne? Also ich bin offen. Ne? Ich bin jetzt nicht negativ eigentlich und denke mir, ne, ich gucke den nicht, ich gucke einfach. Ne? Ich meine, ist auch interessant, ne? Hat ja auch einen guten Hype, deswegen wir gucken einfach gemeinsam das zu Ende. Und dann irgendwann werden wir herausfinden, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Ob dieser Anime, sage ich mal, ja, Peak war oder nicht. Weißt du, weil Stand jetzt ist einfach nur Fragezeichen. Aber wie gesagt, wenn Folge 2, 3 kommt, muss ich noch eine weitere positive Sache sagen, die ich jetzt nicht spoiler. Aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Da passiert eine Sache, die ich cool finde. Und ansonsten bleiben wir da einfach offen und schauen mal, ob dann wirklich ja, ein Top 10 Anime wird. Ne? Also, erinnere mich auch wirklich an Gintama. Wobei Gintama war sehr lustig, aber auch ernst. Und ich weiß nicht, ob dann das hinkriegen kann. So ernste Plots, ernste Story-Abschnitte, Arcs zu schreiben, ich weiß nicht. Ich glaube, King von Modern Shonen wird Kagurabachi. Kagurabachi und Sakamoto Days. Ja, das wird so, das wären die beiden Könige von Modern Shonen. So Gachi, Akuta wird ein bisschen dabei sein, so dies, das. Akuta ist sogar interessant, weil eine coole Story. Aber ansonsten, ja, ne? Bleiben wir gespannt. In den nächsten 5 bis 10 Jahren will ich ein neues Dragon Ball, neues One Piece, neues Naruto sehen. Bis dahin genießen wir einfach diese Anime-Übergangsphase, wo die verschiedensten Autoren versuchen, was Neues zu kreieren. Es wird interessant. Schreibt in die Kommentare, was denkt ihr über Danadan? Und ja, Pax Ultimus, habt lieben Herzen und besser glaubst du auch an Gott. Wir sehen uns im nächsten Video.